Ich bin mir genauestens bewusst, dass, falls ich diese Geschosse jemals abfeuern muss, sie eine unvorstellbare Verwüstung zur Folge haben werden. Kampfstationsmannschaft zum Waffentest. Alle Raketen ausgeben. Welche Nation auch immer Ziel ballistischer Raketen würde, wäre verpflichtet, Gegenfeuer zu eröffnen. Und das wäre das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Das ist die ganze Idee dieser Maschine, verstehen Sie? Abschreckung ist die Kunst, im Geist des Feindes die Angst vorm Angriff zu schüren. Eins abgeschossen. Eins abgeschossen. Unterseeboote waren schon immer geheimnisumwoben. Ihre Fortbewegung mysteriös. Ihre Fähigkeiten geheim gehalten. Ungesehen, ungehört, unbesprochen. Die wichtigste Waffe eines U-Bootes ist seine Heimlichkeit. Niemand kann es hören, hoffentlich. Niemand kann es sehen, sicherlich. Heimlichkeit. Aufzutauchen und den Feind zu überraschen, bevor er die geringste Ahnung hat, dass man da ist. Das ist die USS Georgia. Ein nuklear angetriebenes, ballistisches Lenkraketen-U-Boot der Ohio-Klasse. U-Boote wie dieses haben das Gleichgewicht zwischen den Supermächten aufrechterhalten während des Kalten Krieges. Diese Ära mag vorbei sein, aber ihr Zweck hat sich nicht geändert. Die Georgia verfügt über mehr Sprengkraft, als jemals in der Geschichte freigesetzt wurde. Mehr als tausende Hiroshimas in einem einzigen stählernen Schiffskörper. Man nennt sie auch Boomer und sie ist das längste Unterseeboot der Welt. Doch wäre der Ozean durchsichtig, dann könnten Sie das hier sehen. Die Georgia ist ihr Schwesterschiff, die Alaska, mehr als 4 Stockwerke hoch. Beinahe so lang wie 2 Footballfelder. Und wenn sie abgetaucht ist, verdrängt sie über 18.000 Tonnen Wasser. Der Schiffskörper hat ein enormes Ausmaß, aber mit gutem Grund. Er ist darauf ausgelegt, 24 ballistische Trident-Raketen zu fassen. Jede mit einer Länge von 40 Fuß und jede mit bis zu 14 unabhängig ausgerichteten Nuklearsprengköpfen. Das Raketendeck. Die Besatzung nennt es Sherwood Forest. Alle Konstruktionen auf dem Boot sind darauf ausgerichtet, die sichere Unterbringung und die ständige Bereitschaft der Raketen innerhalb dieser Röhren zu gewährleisten. Sie werden rund um die Uhr von Monitoren überwacht. Glücklicherweise vertragen sich die Voraussetzungen ihrer sicheren Lagerung mit dem Umfeld, das auch ihre Wachleute mögen. Das ist Obermaat zweiten Ranges James McEwen bei seinem täglichen Lauf um Sherwood Forest. Das ist seine Art, fit zu bleiben, während einer 3-monatigen Patrouillefahrt, bei der sie ständig unter Wasser sind. 19 Mal um die Röhren herum ist eine Meile. 435 Mal ein ganzer Marathon. Diese Raketen im Zustand ständiger Bereitschaft zu halten, ist die oberste Verantwortung eines Mannes. Mit 49 ist Captain Richard Raz einer der erfahrensten U-Boot-Kommandeure der US-Marine. Ich sage meiner Besatzung immer, Jungs, würde ich nicht auf denen hier kauen, dann auf euch. Dann beklagen sie sich nicht so sehr.
Ich habe die moderne Marine reformiert. Ich rauche nicht unter Deck. Ich rauche nur draußen. Das ist sehr selten auf einem U-Boot. Vielleicht einmal in 100 Tagen. Der Zweck eines Boomers besteht darin, für strategische Abschreckung für die Vereinigten Staaten zu sorgen. Meine Aufgabe ist eigentlich recht simpel, bereit zu sein, diese Raketen auf Anweisung abzufeuern, mit geringer oder möglichst keinerlei Einmischung von irgendjemand anderem während dieses Schrittes. Das erreichen wir, indem wir im Meer unentdeckt bleiben, versteckt und von niemandem lokalisiert werden können. Der Aufenthaltsort von Captain Raz und der Georgia mag unbekannt sein, aber sie sind mit Sicherheit nicht allein da draußen. Ein ähnliches U-Boot verbirgt sich im Ozean. Und das ist sogar noch größer. Captain Andrei Zhiguliov steuert das größte U-Boot der Welt. Willkommen auf der Typhoon, der Stolz der russischen Flotte. Ein überwältigendes U-Boot, das alles gleich in doppelter Ausführung hat. Zwillingsrümpfe, 2 Atomreaktoren, 2 Propeller und 20 ballistische Raketen, die ihr Ziel von jedem Ort der Welt treffen können. Sein Name ist noch immer ein Staatsgeheimnis, auch wenn die beiden Marinen sich zum ersten Mal seit 50 Jahren miteinander austauschen. Sehen Sie sich das an. Das ist ein Riesenteufel. Er hat beinahe die doppelte Breite. Das sind etwa 75 Fuß im Vergleich zu 42 der Trident. Ich habe in ziemlich profaner Sprache dargelegt, was für ein riesiger Berg es ist. Als das den Russen übersetzt wurde, haben sie gebrüllt vor Lachen. Das ist der Captain. 39 Jahre alt. Der Sohn eines Admirals. Er war 3 Jahre lang der Skipper dieses Schiffs und sollte noch 2 Jahre weitermachen. Und alles, womit er jemals gearbeitet hat, in seiner gesamten Zeit bei der Marine, waren, wie er sie nannte, Nuklearraketen-U-Boote. Die Entscheidung, Flugraketen einzusetzen, wird auf höchster Ebene vom Präsidenten und der Regierung des Landes getroffen. Ich bin darauf vorbereitet, jeden Befehl meiner Regierung auszuführen. Meiner Ansicht nach haben die Russen sich aus Trotz dazu entschlossen, das größte verdammte U-Boot der Welt zu bauen. Wir hatten eins, das so groß war, also bauten sie ein größeres. Ungeachtet der Abrüstung haben die Amerikaner noch immer 18 Ohios und die Russen 6 Typhoons. Aber beide haben noch viele andere Raketen-U-Boote. Die Zahlen sind erschreckend. Sie nennen es gegenseitige Zerstörungsversicherung. Das ist die Basis der Abschreckung. Ich versichere Ihnen, würden der Präsident und die nationalen befehlshabenden Behörden mich anweisen, diese Raketen abzufeuern, dann würden sie fliegen. Wenn die Georgia abtaucht und auf Patrouille geht, wird sie bis zu 3 Monate nicht wieder auftauchen. Sie wird in dieser Zeit keinerlei Kontakte haben. Ihr genauer Aufenthaltsort wird sogar den Streitkräften der Vereinigten Staaten unbekannt sein. Bei einer Tiefe von 1000 Fuß ist das U-Boot mit voller Absicht von der Welt abgeschnitten. Kommunikation findet meist nur in einer Richtung statt. Das U-Boot erwartet Befehle von den nationalen befehlshabenden Behörden, aber sie antwortet nur selten aus Angst, ihre Position zu verraten. Die Besatzung bleibt in ständiger Alarmbereitschaft, bereit, die Raketen innerhalb von Minuten nach Eingehen des Befehls abzufeuern. Funkmeldung, Emergency Action Message, bestätigter Test, empfehle Alarmstufe 1. Sobald eine Emergency Action Message, kurz EAM, der Befehl zum Nuklearangriff eingeht, wird sie an 2 Offiziere weitergegeben, die ihn gemeinsam dekodieren müssen. Alpha,
Alpha, Alpha. Um das zu tun, müssen Sie versiegelte Codes aus einem Safe innerhalb eines weiteren Safes holen. Nur wenige Offiziere kennen die Kombination eines Safes. Niemand kennt beide Nummern, die auch niemals zu Papier gebracht werden. Bestätigung der Echtheit erforderlich. Okay, wir müssen die Bestätigung aus dem Safe holen. Ihr müsst gehen. Ihr seid nicht autorisiert, hier zu sein, während der Safe geöffnet ist. Niemand, nicht mal der Captain, hat die Erlaubnis, sich allein in diesem Raum aufzuhalten. Niemals. Captain, wir haben eine berechtigt aufgebaute Emergency Action Message. Erbitten Erlaubnis zur Authentifizierung. Meine Beipflichtung, Sir. Authentifizieren. 4 Offiziere müssen informiert sein und es bestätigen, wenn die Codes mit denen der Nachricht zusammenpassen. Wenn das so ist, wissen Sie, dass ein Angriff befohlen worden ist. Bravo, Alpha. Bestätige Echtheit der Nachricht. Meine Beipflichtung, Captain. Die Nachricht ist authentisch. Meine Beipflichtung, Cap. Offiziere an Deck. Männer auf die Raketenstation zum Waffentest. Alle Raketen ausgeben. Der Captain legt sich den Startschlüssel, der ebenfalls in dem Safe aufbewahrt wird, um den Hals. Waffeneinheit, die folgenden Raketen werden ausgeklinkt. 1 durch 24. Waffeneinheit, die folgenden Raketen werden ausgeklinkt. 1 durch 24. Deckmannschaften, eingeschwadert zum Waffentest. Der Captain erteilt Abschussbefehle, die von dem bevollmächtigten Offizier exakt wiedergegeben werden. Der Waffenoffizier muss beide Stimmen erkennen, bevor er mit der Prozedur fortfährt. Waffeneinheit, Druck simulieren, Röhren öffnen, erteile Angriffsbefehl. Druck simulieren, Röhren öffnen, erteile Angriffsbefehl. Aye, Sir. Druck simulieren, Röhren öffnen, erteile Angriffsbefehl. Druck simulieren. 1 zu 16 durch 25. In diesem Safe befindet sich der Nuklearwaffenauslöser, der letzte Schritt des Abschussverfahrens. Jeder Schritt dieser Prozedur wird strikt nach den Abschussanweisungen ausgeführt. In Ordnung. Der Captain steckt seinen Schlüssel in das Schloss und gibt damit das finale Signal zum Abschuss. Waffeneinheit, Feuererlaubnis erteilt. Wenn wir auf Patrouille sind und wir Nachrichten der Alarmstufe 1 erhalten, das ist etwas, das ständig passiert. Wir bekommen sie die ganze Zeit. Du weißt nie, ist das eine echte oder wieder eine Übung? Zum Glück haben wir all dieses Training, verstehen Sie? Wir wissen nie, wann eine echte Nachricht kommen könnte. Supervisor, Countdown initiieren. Aktiviere 1. Aktiviere 13. Wir simulieren das ständig, weil die Geschichte gezeigt hat, dass man immer so kämpft, wie man es geübt hat. Und daher sollte die Situation auf der Welt sich ändern, sehe man auch eine Veränderung in der Haltung der Mannschaft. Aber wir würden dennoch tun, wozu wir ausgebildet wurden. Wenn dies hier echt wäre, wäre ich wahrscheinlich um einiges stiller. Und viel eins bereithalten. Natürlich würden wir trotzdem dasselbe tun. Niemand will die gesamte Zivilisation oder den gesamten Planeten zerstören. Ich glaube aber, das würde sehr wahrscheinlich passieren, wenn wir alle unsere Raketen abfeuern würden. Damit es uns nicht von der Arbeit abhält, müssen wir die feste Bereitschaft haben, es zu tun, falls wir von unserer Regierung dazu aufgefordert würden. Und ich glaube, so ziemlich alle von uns sind bereit, das zu tun. Wir sind ausgebildet worden, also machen wir unsere Arbeit so, wie wir sie tun sollen und hoffen, dass unsere Regierung weiß, was sie tut.
Wenn der Auslöser geschlossen ist und die Rakete ihren Flug begonnen hat, kann ich sie nicht mehr stoppen und sie kann auch auf dem Weg zu ihrem Ziel nicht mehr aufgehalten werden. Diese Raketen werden ankommen und detonieren. Das ist nicht wie im Film, wie bei Dr. Seltsam, wo ein Computer die Entscheidung fällt. Alle Menschen, die in die Handhabung dieser Waffen involviert sind, werden sorgfältig überwacht, sorgfältig beaufsichtigt, werden wiederholt in ihrer Vorgehensweise beurteilt, in ihrer Standhaftigkeit überprüft. Ich kann Ihnen versichern, dass bei dem ersten Anzeichen einer Schwäche die entsprechende Person von uns seiner Verantwortlichkeit für die Waffen enthoben wird. Wir können niemandem, der einen schlechten Tag hat, erlauben, weiterzumachen. Selbst wenn die Person, die den schlechten Tag hat, der Captain wäre. Ich komme an keine Rakete. Nicht allein. Heutzutage sind U-Boote mit nuklearen Abschreckungswaffen ausgestattet. Aber lange bevor es Atomwaffen gab, war das U-Boot selbst die Abschreckung. Wie ein Hai, den man nicht sehen muss, um glauben zu können, dass er da sein könnte. Die Idee des Reisens unter Wasser wurde immer mit Heimlichkeit und Hinterhältigkeit in Verbindung gebracht. Man sagt sogar, Leonardo da Vinci habe es abgelehnt, Pläne tauchfähiger Boote zu Papier zu bringen, wegen der bösartigen Natur der Menschen, die Attentate vom Grunde des Meeres aus verüben. Wen wundert es da, dass die frühen Pioniere gegen den Glauben ankämpfen mussten, dass die Kriegsführung unter Wasser moralisch zu verurteilen sei? 1898 wurde John Philip Holland von der Dame Clara Burton, der Gründerin des amerikanischen Roten Kreuzes, angegriffen, als sie sein kleines U-Boot in Amerika betrachtete. Sie sagte, Mr. Holland, ihr habt die schrecklichste Kriegswaffe schlechthin erfunden, und warf ihm vor, wie sehr er sich dessen schämen sollte. Und er sagte, Madam, im Gegenteil, ich habe eine Maschine erfunden, durch die Kriege verhindert werden können. Heute hätte er wohl gesagt, abgeschreckt. Mit idealistischen Namen wie Protector und Peacemaker versuchten die Erfinder, das Image der U-Boote zu verbessern. Aber in zwei Weltkriegen sollten sie sich weit mehr als Attentäter denn als Friedensbringer erweisen. Der Antrieb erfolgte nicht länger durch Pedale, Pumpen oder in einem Fall sogar Gummibändern. Wie Jules Verne es mit seiner sagenhaften Nautilus vorhergesehen hatte, war die Elektrizität der Schlüssel. Sie wurde in Batterien gelagert, zur Benutzung beim Tiefgang. Aber die frühen Maschinen, die ihn generierten, waren plump und gefährlich. Was die U-Boote in solch potente Jagd- und Tötungsmaschinen verwandelte, war die Zuverlässigkeit des Dieselantriebs. Wir befinden uns hier im Maschinenraum mit diesen beiden gigantischen Dieselmotoren. Hier befinden sich die Start- und Geschwindigkeitssteuerungen. Und man kann diese Diesels nur an der Oberfläche oder beim Schnorcheln einsetzen, weil sie große Mengen an Luft benötigen. Und hier, wo Sie und ich jetzt stehen, könnten wir uns in einem tobenden Sturm befinden, wenn wir diese gigantischen Felsenbrecher, wie sie genannt werden, benutzen. Man kann sehen, warum. Sie sehen primitiv aus, aber sie sind robust und sie können auf See instand gesetzt werden. Wir mussten unsere Reparaturen selbst durchführen. Es gibt keine Garage für einen kurzen Halt, wenn man 5000 Meilen von zu Hause entfernt ist. Und man muss sehr schnell darin sein, diese Maschinen auszuschalten, wenn man taucht. Man hat vielleicht ein paar Sekunden, nicht mehr, um diese Ventile zu schließen. Andernfalls fließt das Wasser zurück hinein und das sind sehr schlechte Nachrichten für die Motoren selbst. Sehr laute Motoren. Mich haben sie jedenfalls taub gemacht. Ich kann nicht das Geringste hören oberhalb von 1000 Hertz. Aber wenn man untergetaucht ist, muss man zu den Haupttriebwerken gehen, die von der Batterie versorgt werden. Die benötigen keine Luft. Sie sehen primitiv aus, aber sie sind solide und sie springen bei einem Wasserbombenangriff nicht heraus. In beiden Weltkriegen waren U-Boote nicht mehr als tauchfähige Torpedoboote. Lassen Sie uns diese elektrischen Diesel-U-Boote mit Walen vergleichen. Wir alle wissen, dass Wale an die Oberfläche kommen müssen, um zu atmen und um die verbrauchte Luft herauszulassen. Nur ist ein Nuklear-U-Boot kein Wal. Es ist kein Säugetier. Es ist ein echter Hai. In Groton, Connecticut, dämmert eine neue Ära der Marineschifffahrt herauf mit dem Stapellauf der Nautilus, einem der längsten U-Boote, das jemals gebaut wurde und das erste mit Atomkraft angetriebene Fahrzeug der Geschichte. Es könnte eine Revolution der marinen Kriegsführung auslösen. Das Atom-U-Boot war eine technische Revolution. Größere Mobilität war die perfekte Waffe in einer unsicheren Welt.
Angst und Misstrauen beherrschten Ost und West. Und jede Seite war überzeugt, die andere plane ihre heimliche Vernichtung. Die Nautilus kündigt eine neue Ära des Atomzeitalters an. I believe a man should own his own house and car and cow. I like this private ownership, and I want to be left alone. Let the government run its business, and let me run my own. Die Angst vor der Bombe führte zu hysterischer Propaganda. Every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Duck and cover. That's the first thing to do. Duck and cover. First, you duck. He did what we all must learn to do. You and you and you and you you and you and you and you duck and cover. Wie weit muss man von der Druckwelle entfernt sein, um zu überleben? Nun, gehen wir von einer Explosion von 20 Megatonnen aus. Es war das atomare Zeitalter. Und das große Symbol dieses Fortschritts war die nukleare Macht. Die US-Marine glaubte, es würde noch mindestens 20 Jahre dauern, sie für den Antrieb nutzen zu können. Aber ein Mann glaubte etwas anderes. Hyman G. Rickover ist zu einer amerikanischen Legende geworden. Er kommandierte nur ein einziges Mal ein altes Minensuchboot und hatte niemals ein Gefecht gesehen. 1949, als er die Befehlsgewalt über die Marinereaktoren übernahm, waren atombetriebene U-Boote ein futuristischer Traum. Und dann, 1960, waren bereits 13 in Betrieb und 35 weitere auf der Helling. Ein Schnellboot, das unter Wasser eine Geschwindigkeit von 50 Meilen pro Stunde erreichte und es für die Besatzung notwendig macht, während der Fahrt Rettungsringe zu tragen. Die hervorragend gewandte Leistung dieses U-Bootes, auf das man beinahe einfliegen konnte, schaffte es, unter einem Flugzeugträger die Geschwindigkeit anzupassen oder an der Flanke eines Sonderkommandos zu operieren und hatte Zeit, nach dem richtigen Platz für den Angriff zu suchen. Man sagte zur Besatzung, wir warten noch, bis der Film vorbei ist. Die USS Triton, das längste Atom-U-Boot der Welt. Wie ihre Schnelligkeit und ihre Gewandtheit verlieh der Nuklearantrieb diesem U-Boot ungeahnte Widerstandskraft. Die Triton war ein brandneues Unterseeboot. Sie war noch niemals im Meer gewesen. Es war ihre Jungfernfahrt und es war die Jungfernfahrt, die alle anderen Jungfernfahrten beenden sollte. Und so dachte ich, wir hätten wirklich etwas vollendet. Wir hatten gezeigt, dass ein neues Atom-U-Boot alles tun könnte. Es ist Nautilus-Tag in New York und die U-Boot-Mannschaften, die die Arktis erobert haben, werden stürmisch gefeiert auf ihrem traditionellen Weg die Heldenstrecke der Stadt entlang. Rickover gewann die öffentliche und politische Unterstützung für seine Errungenschaften, aber seine Missachtung der Bürokratie führte zu ständigen Konflikten mit der Marine. Admiral Arleigh Burke hat die Situation wahrscheinlich am besten beschrieben unter Rücksichtnahme auf Admiral Rickover. Er sagte, die Marine könne sich nur einen Anarchisten zur gleichen Zeit leisten. Und Rickover war ein Gentleman, der keinerlei Anleitung von irgendeinem Marinevorsitzenden anerkannte und von keinem Zivilministerium der Marine, keinem Verteidigungsministerium und keinem Präsidenten. Aber sein rücksichtsloses Streben nach hervorragenden Leistungen in einer seiner Ansicht nach mittelmäßigen Welt machte ihn einsam und unbeliebt. Ich denke, er verhielt sich so aufgrund seiner Persönlichkeit und weil dies der einzige Weg war, die Resultate zu erzielen, die er haben wollte. Aber jeder, der ihn kannte, hasste ihn. Jeder hatte eine Todesangst vor ihm und führte man einen Befehl nicht so aus, wie er es wollte, wurde man in Dosen gestampft. Er war ein harter Brocken. 3 Jahrzehnte lang befragte und genehmigte Rickover persönlich jeden Nuklearoffizier. Für jeden einzelnen von ihnen war es ein unvergessliches Ereignis. Ich hatte mit vielen der jungen Lieutenants gesprochen, die von Rickover befragt worden waren. Also war ich vielleicht besser auf diese Obszönität vorbereitet als die meisten. Die Befragung dauerte einen ganzen Tag, währenddem ich meistens 4-mal aus seinem Büro geworfen wurde wegen unverschämten Benehmens oder einfach Antworten, die ihm nicht zusagten. Das Ärgerliche mit Ihnen ist, dass Sie einfache Antworten wollen, aber nicht die richtigen Fragen kennen. Warum haben Sie nicht darüber nachgedacht, als Sie damit angefangen Nun, haben? Nun, unglücklicherweise war die Zeit, in der Sie mit der Nuklearantriebskraft begonnen haben, 1946, das Jahr, in dem ich geboren wurde. Daher muss ich zugeben, dass ich zu dieser Streitigkeiten bei jeder Antwort, Unmengen von triefenden Sarkasmen,
äußerster Anstrengung zu degradieren, zu erniedrigen, zu verärgern. Nur Jesus Christus kann das alles tun, ich nicht. Rickhofer fragte mich, was werden Sie sagen, wenn Sie in Ihr Büro zurückkommen? Und ich sagte, ich werde sagen, dass dies die faszinierendste Erfahrung meines Lebens war. Und daraufhin er, jetzt sind Sie ein geschmierter Helfer, machen Sie sich raus. Rickhofers Einfluss kann man noch immer in jeder Ecke der amerikanischen Nuklearmarine spüren. Bei manchen sind seine Technik und Sicherheitsstandards ein strittiges Thema. Aber viele glauben, dass Rickhofers Traum nur durch einen erheblichen Preis erreicht wurde. Admiral Rickhofer war der richtige Mann in diesen frühen Jahren. Ich glaube, dass die Marine und die Personen bei der Marine in späteren Jahren einen fürchterlichen Preis gezahlt haben und viele Karrieren gescheitert sind. Als Resultat Admiral Rickhofers diktatorischer Vorgehensweise. Ich muss vielen zustimmen, die sagen, dass sie seine Methoden nicht mögen. Aber hey, an den Resultaten gibt es nichts auszusetzen. Das nuklear angetriebene U-Boot wurde zur Ikone des Kalten Krieges. Seine höhere Mobilität und Ausdauer erhöhte seine Geheimhaltungsfähigkeit, denn Atom-U-Boote können sich überall verstecken. Zuvor gewannen unzugängliche Teile der Welt neue strategische Signifikanz. Fassen wir die Zylinderprojektionen zusammen und betrachten den Globus von oben. Dann sehen wir einen riesigen, unerforschten Ozean gleich oben, die Arktis. Auf der einen Hälfte ihres Umfangs wird sie von Sowjetrussland eingefasst und auf der anderen Hälfte von Kanada und Alaska. Ein U-Boot könnte sich unter dem Eis verstecken. Nicht zu vergessen, dass es kein anderes Gefährt gibt, das dorthin gelangen kann. Man könnte durch das Eis brechen und auftauchen und von dort Raketen auf jede Seite feuern. Frühe U-Boot-Geschosse waren Kurzstreckenraketen und mussten nahe an die Küstenlinie des Feindes herangebracht werden. Aber die heutigen Langstreckenraketen können ihre Ziele von jedem Ozean der Welt aus treffen. Wir sprechen von Gebieten, die so groß sind wie ganze Staaten. Riesige Teile des Ozeans. Ich kann hingehen, wo immer es nötig ist. Vollkommen wahllos. Und bin ständig bereit zum Abschuss. Von den 10 Trident-U-Boot-Streitkräften in Bangor, Washington, waren 7 ständig unterwegs in Alarmbereitschaft. Und auf jedem dieser 7 U-Boote habe ich eine Rakete. Und 3 dieser Sprengköpfe sind auf Moskau, Kiew und Leningrad ausgerichtet. Das ist erst der Anfang, denn genau so ist es auf jedem der 7 U-Boote. 1 im Nordatlantik, 1 im Südpazifik, 1 im Indischen Ozean, 1 im Golf von Kalifornien, wo auch immer wir sie haben wollen. Und falls Sie denken, Sie könnten die Überwachungssysteme nutzen, um die Zerstörung der U-Boote mit Infrarot oder Laser auszulösen, auch noch 1 unter dem Pol. Dieser Container enthält eine Trident-Rakete. Oder noch richtiger, da die Marine routinemäßig die Anwesenheit von Nuklearwaffen weder bestätigt noch bestreitet, kann angenommen werden, dass es so ist, weil 2 Meilen entfernt noch etwas passiert. Die Georgia nähert sich dem Sprengstoffabfertigungskai, von dem aus Raketen und Torpedos eingeladen werden. Aber es ist der Konvoi schwer bewaffneter Marinetruppen, der einem den besten Anhaltspunkt von der Ladung des Trucks vermittelt. Wenn Atomwaffen unterwegs sind, bleibt absolut nichts dem Zufall überlassen. Das ist der erste Schritt dieses Spiels. Die Spieler sind über sämtliche Ozeane der Welt verstreut. Es ist das Versteckspiel, aber in einer tödlichen Version. Wenn er abgetaucht ist, sucht Captain Siguljew sich einen ruhigen Winkel des Ozeans, um seine Typhoon zu parken und zu verstecken. Aber wovor verstecken? Keine Rakete kann ihn aufspüren, denn sein Aufenthaltsort ist unberechenbar. Kein Satellit kann ihn ausmachen, kein Laser der heutigen Machart kann ihn entdecken. Er ist praktisch unsichtbar. Ausgenommen für ein anderes U-Boot.
Das ist die USS Topeka. Sie ist ein Jagd-U-Boot der Los Angeles-Klasse, ein Schiffsjäger auf dem neuesten Stand der Technik. Anders als die Jagd-U-Boote im Zweiten Weltkrieg befinden sich ihre Hauptziele nicht an der Oberfläche. Eine ihrer Aufgaben ist es, feindliche U-Boote wie Captain Siguliefs Typhoon aufzuspüren und sie in Kriegszeiten zu zerstören. In der Zwischenzeit ist es ein heimlicher Krieg. Es gibt tatsächlich einen heimlichen Krieg. Die Russen gegen den Westen, der Westen gegen die Russen. Das Problem ist, U-Boote werden nicht gesehen, wie wir alle wissen. Die einzige Möglichkeit, sie zu entdecken, ist, nach ihnen zu lauschen. Mit riesigen Ohren nach ihnen zu lauschen, die in das U-Boot selbst eingebaut sind. Leonardo da Vinci schrieb einst, wenn man ein Ende einer langen Röhre ins Wasser hält und das andere Ende an sein Ohr, kann man ein Schiff in weiter Entfernung hören. Im Zweiten Weltkrieg wurden U-Boote aufgespürt, indem man Schallwellen von ihnen reflektieren ließ. Das ist das Prinzip des aktiven Sonar. Aber dabei riskiert man, seine eigene Position zu verraten. Heute ist der Schlüssel das heimliche Lauschen, passiver Sonar. Reihen ausgeklügelter Mikrofone sammeln die Geräusche im Wasser von überall her und wandeln sie in optische Darstellungen um. Diese Informationen zu entziffern, ist die Wissenschaft und die Kunst des Sonarmannes. Nun, es gibt viele Dinge im Ozean. Und wenn ein U-Boot nach einem Gegenstück sucht, muss es all die anderen Geräusche des Ozeans davon unterscheiden können. Dort gibt es die Geräusche der Wale, ihr Knarzen, die der Haie, die durch das Wasser schlittern, und die Geräusche ihrer Schwanzschläge, den Lärm der Krabben, wenn sie sich paaren, ihr Knacken, Knistern und Knallen. So hört sich das tatsächlich an. Dann noch die Geräusche des Ozeans selbst, der Meeresboden und den Lärm der Handelsschiffe, die vorbeifahren. Und irgendwo darin hofft man, das U-Boot auszumachen, das sich verstohlen seinen Weg an dir vorbeisucht. Jeder Punkt grünen Lichts repräsentiert ein Geräusch. Die vertikalen Linien zeigen die Anwesenheit von Schiffen und U-Booten im Ozean an. Ein hervorragend ausgebildeter Sonarmann kann Details identifizieren. Die Anzahl der Propeller, wie viele Blätter auf jedem Propeller sind und wie schnell sie sich drehen. Aber wie sortiert man den Feind aus? Die Antwort darauf ist, dass man jeden dieser einzelnen Töne wie einen Fingerabdruck herausfiltern und in einer Art Kartei oder Bibliothek speichern muss. Genau wie das FBI oder Scotland Yard. Diese Kartei ist so detailliert, dass man ein bestimmtes U-Boot anhand seines akustischen Fingerabdrucks erkennen kann. Die Aufnahmen wurden gesammelt, indem man ihnen aus gefährlicher Nähe nachspioniert hat. Während des Kalten Krieges spielten die U-Boote Amerikas und der Sowjetunion sogenannte Katz-und-Maus-Spiele. Ein amerikanisches U-Boot näherte sich einem sowjetischen Hafen auf Informationssammelmission, dann wurden sie von den Sowjets entdeckt. Diese schickten ein U-Boot aus und sie verwickelten sie in eine Art Konfrontationsmanöver. Mehrere hundert Fuß unter dem Meer. Das ist bei vielen Gelegenheiten passiert und es gab sogar Schrammen an den Schiffskörpern. In diesem geheimen Krieg nutzt ein Jagd-U-Boot den Sonar, um seine Ziele aufzuspüren. Ein Boomer nutzt ihn, um zu vermeiden, erkannt zu werden. Es ist taktisch erforderlich, so leise wie möglich zu sein. Dieses U-Boot wurde mit der besten verfügbaren Technologie ausgestattet, damit es nicht entdeckt werden kann. Seine akustische Signatur ist die leiseste aller U-Boote der Welt. Die Besatzung und die Maschinerie im Inneren sind grundsätzlich vom Ozeangeräusch isoliert. Auch die Decks, auf denen wir gerade sind, geräuschisoliert. Ich weiß, dass dieses Schiff unentdeckbar ist, sofern ich nicht irgendetwas wirklich Dummes anstelle. Aber beim Verlassen des Hafens ist jedes U-Boot auffindbar. Per Satellit, durch Unterwasserortungssysteme und durch feindliche U-Boote, die wartend bereit liegen. Das Fangspiel beginnt hier. Und um seinen Gegner zu übertreffen, muss man seine Schwachstelle finden. Come in behind his propeller and he's deaf as a post.
Heutzutage gehört es zur zweiten Natur jedes U-Boot-Kommandeurs, über seine Schulter zu schauen. Jede Seite hat ihre eigenen Taktiken, zu überprüfen, ob sie verfolgt werden. Nun, der Weg dieser Möglichkeit, keine Chance zu lassen, war, umzudrehen und den Weg mit Höchstgeschwindigkeit zurückzufahren. Daher kommt der Ausdruck Crazy Ivan, denn wenn jemand hinter ihnen war, war das Erste, was die Leute feststellten, dass dieses U-Boot auf direktem Weg auf sie zugerast kam. Er drehte um und kam auf uns zu. Einmal, als wir es überhaupt nicht erwarteten, aber wir kamen uns nie so nahe, dass wir zusammenstießen. Wir kamen trotzdem ein Stück näher, als wir es eigentlich wollten. Sonar Kanai. Current possible target sig based on bearing rate. Consul, I'm crazy, Ivan. You're playing a game. Er kommt dir entgegen und du hältst auf ihn zu und fragst dich, wer tritt als erster ab? Und diese Zwischenfälle haben bereits zu Verletzten und Verlusten geführt, jedenfalls einem Bericht der Chicago Tribune zufolge. Die Tautech verfolgte seit ein paar Stunden ein sowjetisches Raketen-U-Boot. Dann führte das sowjetische U-Boot einen Crazy Ivan aus, kam direkt auf die Tautech zugerast mit ziemlich anständiger Geschwindigkeit, 12 Knoten etwa, wie wir glauben. Und die Tautech kam aus was für Gründen auch immer nicht tief genug. Die Unterseite des sowjetischen U-Bootes krachte mit dem Segel der Tautech zusammen. Die Tautech bekam einen Schlag an der Seite ab. Besatzungsmitglieder, die gerade schliefen, wurden aus ihren Kojen geschleudert. Alle Schließfächer standen offen. In der Küche spritzten Gläser mit Früchten ihren Inhalt durch die Gegend. Werkzeuge sprangen aus ihren Fächern. Im Sonarraum horchten die Operator auf irgendeinen Punkt und fingen ein Geräusch auf, das ein Marineveteran uns vergleichbar mit aufplatzendem Popcorn beschrieb. Und unsere Leute interpretierten das als die Geräusche eines sowjetischen U-Bootes, das beim Abtauchen in die Tiefen des Ozeans zerbrach. Die Marine wird diesen Bericht weder bestätigen noch dementieren und sich nach Tradition des Geheimdienstes weigern, solche Themen zu diskutieren. Ich würde nicht über geheime Begegnungen sprechen. Außerdem würde ich am liebsten jeden abschießen, der das tut. Wer diese Szene beobachtet, dem könnte man die Vorstellung verzeihen, der Kalte Krieg sei noch nicht offiziell vorbei. Aber das sogenannte Reich des Bösen ist zerfallen. Doch nach Aussage seiner Befürworter hat der Geist die Flasche nie verlassen. Mittlerweile gibt es eine anhaltende Debatte über die Zukunft der U-Boot-Streitkräfte. Der Kalte Krieg ist vorbei, die Sowjetunion ist Vergangenheit und die Sowjets waren doch die einzigen Feinde. Eins der Probleme, die ich mit dieser Logik habe, ist folgendes. Es gibt immer noch eine Menge Leute da draußen, die in keinster Weise freundlicher Gesinnung sind. Bei den letzten 4 Patrouillen, die die Besatzung mit diesem Schiff gemacht hat, sind folgende Ereignisse eingetreten. Die Vereinigten Staaten fielen in Panama ein. Der Irak fiel in Kuwait ein. Die Operation Wüstensturm ereignete sich. Und dann gab es da noch diese kleine Sache in der Sowjetunion, den Coup. Und keines dieser Ereignisse war von der Gegenseite besonders gut vorhergesehen worden. Sind wir Hellseher? Können wir in die Zukunft sehen? In die nächste Woche, den nächsten Monat, das nächste Jahr, das nächste Jahrzehnt? Wann wir auf diese Schiffe angewiesen sein werden? Sind diese Sprengköpfe noch immer mit den Aufschriften Moskau, Leningrad und Kiew versehen? Was sie angeht, so haben die Russen bekannt gegeben, dass sie auf keine amerikanischen Städte mehr zielen.
Request permission to come aboard, sir. Yes, sir. Real pleasure to be with you here today on this big ship. I've heard. Ich habe gehört, die Russen haben gesagt, sie zielen nicht auf unser Land und das ist schön. Alles, was man tun muss, um auf etwas zu zielen, ist sich dazu zu entscheiden und innerhalb von 15 Sekunden kann man es tun. Die Fähigkeit existiert und wir müssen uns um Fähigkeiten kümmern, nicht um Absichten. Hunde bei der immer gleichen Schlammschlacht. Man kann es nicht ändern. Aber der Zusammenbruch des Gleichgewichts der Supermächte wirft Fragen bezüglich der weiteren Relevanz nuklearer Abschreckung und ihrer immensen Kosten auf. Die Kosten für Trident, allein die Grundkosten, ergeben einen Stapel aus 10 Pfund Noten, der ordentlich und fein säuberlich aufeinander gestapelt und zusammengepresst 88,38 Meilen hinauf in den Himmel reichen würde. Manche glauben, dass die kolossalen Kosten der nuklear angetriebenen ballistischen Raketen-U-Boote auch in Form finanzieller Abschreckung erfolgreich waren und den ökonomischen Zusammenbruch der Sowjetunion beschleunigt und eine ganze soziale Struktur unter dem Gewicht ihrer eigenen Rüstung erdrückt haben. Wir möchten diese Ausgaben zum Wohlergehen unseres Volkes umgeleitet sehen. Wir wünschen uns Frieden, Glück und guten Willen den Menschen gegenüber. Wir wünschen uns, bildlich gesprochen, unsere Schwerter zu Pflugscharen zu schmieden. Aber gibt es in einer zersplitterten Welt die Möglichkeit dieser endgültigen, finalen Abschreckung? Draußen im Ozean tun die heutigen U-Boote noch immer ihre Arbeit. Ich kann Ihnen versichern, wenn ich gegen ein anderes U-Boot ankommen muss, werde ich gewinnen. Und ich werde gewinnen, weil ich das beste Schiff habe und die beste Besatzung und weil ich weiß, wie man ein U-Boot bekämpft. Ich wurde mein gesamtes Erwachsenenleben darin ausgebildet. Ich bin wirklich gut darin. Diving officer, surf the ship using high-pressure air. Während Sie dieses Programm gesehen haben, könnten irgendwo, mehrere hundert Fuß tief im Ozean, die Mannschaften der Georgia und der Typhoon durchaus wieder einen Raketenabschuss geübt haben. Sie sind jetzt dort draußen, vielleicht nur ein paar hundert Meilen von Ihnen entfernt, und Sie erwarten den Aufruf.